Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute bin ich wieder mal draußen mit dieser Minolta Autopack 460 TX. Die habe ich schon mal in einem Video vorgestellt. Das erwähne ich hier oben. Ich lade heute einen Pocketfilm von Lomography. Das ist der Orca mit einer Filmempfindlichkeit von ISO 100. Ich bin gespannt, wie sich die Kamera mit diesem Film schlägt heute. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Es scheint wie jetzt zum Teil die Sonne, dann kommen wieder dicke Wolkenfelder. Also die Aufnahmebedingungen werden sehr unterschiedlich sein. Wir dürfen gespannt sein, wie die Ergebnisse ausfallen. Ich werde euch auf meinem Rundgang durch die Frauenfelder Altstadt und die angrenzenden Gebiete immer zeigen, unter welchen Rahmenbedingungen ich fotografiere. Und ich blende euch dann auch die Bilder, die mit dieser Pocketkamera entstanden sind, ein. Also wir dürfen gespannt auf die Resultate sein. Los geht's! Das erste Bild ist gleich hier auf der großen Terrasse, auf der ich auch die Einführung aufgenommen habe, entstanden. Die Kamera habe ich leicht gegen die Sonne, die zwar durch Wolken etwas gedämpft war, gerichtet. Die Aufnahme ist so eine Allerweltsaufnahme, aber man erkennt hier schon mal gut die Schwächen des winzigen Formats der Pocketfilme. Das Korn ist relativ stark zu sehen und es sind auch keine knackig scharfen Kontraste zu erkennen. Nachdem der Fokus bei der ersten Aufnahme mit dem Standardobjektiv auf eine Distanz von unendlich eingestellt war, versuchte ich es hier mal auf den Baumstamm, der mit Efeu bewachsen war, zu fokussieren. Der war etwa einen Meter entfernt. Man kann gut sehen, dass der Vordergrund eigentlich recht gut gelungen ist, aber im Hintergrund die Helligkeitsunterschiede nicht mehr richtig vom Film verarbeitet wurden. Beim Bild 3 versuchte ich nochmals möglichst nahe ranzugehen, minimale Aufnahmedistanz. Die Lichtverhältnisse waren deutlich anders, also alles war gleichmäßiger ausgeleuchtet. Und hier hat die Kamera jetzt im nahen Bereich zusammen mit dem Orca Schwarz-Weiß-Film von Lomography überzeugen können. Und gleich vom Parkplatz aus habe ich das nächste Sujet aufgenommen. Fokussiert habe ich dabei wieder auf unendlich. Und auch hier habe ich den Eindruck, dass das Bild sehr körnig und sehr kontrastarm ist. Unter diesen schönen Platanen, die gerade die Blätter austreiben, habe ich die Chance genutzt, mal die Standardoptik und das Teleobjektiv miteinander zu vergleichen.
Ich habe den Kirchturm der Stadtkirche St. Nikolaus mit beiden Objektiven fotografiert und die Ergebnisse waren eigentlich wieder verblüffend. Bei diesem Vergleich wollte ich es nochmals genauer wissen. Dazu habe ich beide Bilder auf ein A4-Blatt ausgedruckt. Also das heißt, nebeneinander sind Größen von knapp A5 und der Unterschied ist wirklich wieder verblüffend. Das Standardobjektiv performt deutlich schlechter in meinen Augen als das Teleobjektiv. Vom Museumsgarten des Naturmuseums aus habe ich zwei Aufnahmen gemacht. Da bin ich nochmals zurückgegangen. Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob ich die Distanzeinstellungen überhaupt richtig gemacht habe. Und das war scheinbar auch so. Vorher hatte ich das Kunstobjekt mit den High Heels auf mittlere Distanz fokussiert und vergessen zurückzuschalten. Das erste Bild ist leicht unscharf im Vergleich zum zweiten. Doch auch hier zeigt sich wieder im schattigen Innenhof, die Qualität von großen Bildausschnitten lässt einfach mit der Standardoptik zu wünschen übrig. Die nächsten drei Aufnahmen haben keine weiteren Erkenntnisse mehr über die Qualität der Linsen und die Performance der Minolta AutoPack 460 TX gegeben. Für Fotos, die Details zeigen sollen, ist die Minolta AutoPack 460 TX wirklich die falsche Kamera. Da ist nichts beim verrosteten Schriftzug im Detail zu erkennen. Bis jetzt habe ich an gut der Hälfte der Bilder des 24er Pocketfilms zeigen können, wie ich die Leistungsfähigkeit der Minolta AutoPack 460 TX einschätze. Die restlichen Bilder zeigen nochmals exemplarisch all diese Stärken und Schwächen, wobei ich gestaunt habe bei der extrem nahen Aufnahme der Blätter auf der Mauer, war die Qualität erstaunlich gut. Also im Großen und Ganzen ist die Minolta AutoPack 460 TX eine Kamera, mit der man Bilder in mittlerer Distanz recht gut auf den kleinen Film, auf die kleinen Negative bannen kann. Aber man muss sich immer der großen Schwächen dieser Kamera und des Pocketfilmformats bewusst sein.